Die Aktienmärkte wollen steigen, aber die Fed sagt, steigt bitte nicht. Warum sagt die Fed, steigt nicht? Weil sie nicht will, dass die Financial Conditions sich wieder laxer gestalten, damit die Nachfrage wieder zunimmt, damit dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu höherer Inflation führt. Und diese Bekämpfung der Inflation ist die oberste Priorität. Das haben die Fed-Mitglieder in letzter Zeit hinreichend klar gemacht. Man hat Bostic zurückgepfiffen, der als FED-Mitglied eine Pause der Zinsanhebungen im September ins Spiel gebracht hat. Und heute ist Lyle Brainard, die Vize-FED-Chefin, aufgetreten und hat gesagt, nee, nix Pause im September. Und die Aktienmärkte haben kurz reagiert, wollen jetzt aber wieder raufgehen. Wer wird gewinnen? Normalerweise würde ich mich an das Motto halten, don't fight the FED, bekämpfe nicht die FED. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Hier sehen wir den Auftritt von Lyle Brainard auf CNBC. Die hat gesagt, es ist sehr schwer, einen Case zu sehen für die FED im September. Nachdem man ja im Juni und im Juli sehr wahrscheinlich zweimal die Zinsen um jeweils 0,5% anheben wird, wirklich dann im September erstmal eine Pause zu machen. Sehr schwer zu sehen. Wir haben dann gesehen, dass die Rate Hike Expectations nochmal weiter nach oben gegangen sind, auf die Aussage von Lyle Brainard hin. Und dann anfangs, ja, die Märkte so ein bisschen erschrocken gewesen. Wir sehen hier etwa den Dow Jones im kurzen Zeitfenster, Minutenchart. Man war in einer Erholung, dann kam Brainard und bums, es ging nach unten. Aber nicht lange, weil die Märkte sagen sich, Mensch, wir hören jetzt mal auf Marco Kolanovic von JP Morgan. Der hat doch gesagt, wir haben eine relativ geringe Positionierung im Aktienmarkt. Wir haben eine sehr bärische Stimmung. Also wo ist das Risiko? Wir müssen jetzt steigen. Wir wollen steigen. Und daran hält man sich heute. Und so kommt es, dass der Nasdaq dann deutlich gestiegen ist. Auch der S&P 500 gestiegen ist. Verliert die Fed jetzt ihre Glaubwürdigkeit? Fragt hier dieser Tweet. Und unten sehen wir einen Tweet von Sven Hendrik, der zeigt, wie hier, ich weiß nicht, was es ist, irgendein Eisbär oder keine Ahnung, der versucht so einen Ball unter Wasser immer wieder runterzudrücken, aber es geht nicht, der kommt immer wieder hoch, dann versucht er ihn wieder runterzudrücken und so könnte man das bildlich auch beschreiben, was zwischen den Märkten und der Fed passiert. Heute haben sich die Märkte erstmal durchgesetzt, ich denke, unter Long Run wird sich die Fed durchsetzen, es sei denn, die Fed steuert wirklich um und sagt, wir wollen jetzt doch mit den Zinsanhebungen, mit der Bilanzreduzierung erstmal eine Pause machen oder das gar absagen. Brainard hat heute darauf hingewiesen, dass diese Bilanzreduzierung, die er jetzt im Juni beginnt und begonnen hat, praktisch auch weiteren Zinsanhebungen entsprechen. Wir haben jetzt also diese bärische Stimmung. Ja, aber diese Stimmung hat sich zumindest, was die amerikanischen Privatinvestoren betrifft, doch deutlich aufgehellt. Wir haben jetzt frische Daten heute bekommen, jeden Donnerstag ja diese Umfrageergebnisse, 32% Bullen immerhin. Letzte Woche waren es noch knapp unter 20%, letzte Woche noch 53% bärisch eingestellt, jetzt nur noch 37% bärisch eingestellt. Also man merkt, diese Rallye, die wir da gesehen haben, die hat sofort auch das Sentiment ein Stück weit verändert. Jetzt werden wahrscheinlich die Privatinvestoren wieder einsteigen und das könnte, wenn das Motto weiter gilt, don't fight the Fed, ein Fehler sein, zumal wenn die Fed nicht umsteuert. Und bisher deutet nichts darauf hin. Klar, wir haben jetzt wichtige Daten vor der Nase. Wir haben morgen die US-Arbeitsmarktdaten. Wir haben dann Freitag in einer Woche die Inflationsdaten aus den USA. Da dürfte dann einiges natürlich sich nochmal neu positionieren. Unten sehen wir dann den Bank of America Bull and Bear Indicator. Sehr tief, klar, sind zum Beispiel Hedge Funds wenig positioniert etc. Ist alles richtig. Und solche Rallyes, die wir sehen, sind durchaus normal, sagen aber nicht, dass wir, oder beweisen aber nicht, dass wir nicht in einem Bärenmarkt wären. Ich hatte wiederholt darauf hingewiesen. Sentimenttechnisch hat, oder stimmungstechnisch hat heute Aufschwung gegeben, ein bisschen die schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten, also so eine Art Vorausschau auf das, was dann morgen bei den großen staatlichen US-Arbeitsmarktdaten kommt. Die Zahl war sehr, sehr schwach, deutlich schwächer als erwartet. Und da haben sich die Märkte schon mal gesagt, das ist doch eigentlich ganz gut, wenn jetzt wir sehen, dass die Wirtschaft schwächer wird,
Und dann kann die Fed vielleicht die Zinsen nicht so anheben, aber schauen wir uns morgen mal die US-Arbeitsmarktdaten an, schauen wir uns dann vor allem die Stundenlöhne an, das wird sehr wichtig, ob da diese Lohnpreisspirale sich fortsetzt. So oder so sehen wir, dass die Anleihemärkte, gemessen jetzt mal an der Zinskurve zwischen den 2- und den 10-jährigen US-Staatsanleihen, eine so hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession inzwischen sehen, wie seit Februar 2007 nicht mehr. Also da spielt man schon diese Rezession in gewisser Weise und das Ganze wurde so ein bisschen bestätigt heute auch durch eine überraschende Gewinnwarnung von Microsoft, war eine winzig kleine Gewinnwarnung. Man hat also die sogenannte Guidance ein bisschen nach unten genommen, wirklich minimal nach unten genommen, hat gesagt, ja, Wechselkurseffekte, sprich der starke Dollar, der nicht so gut ist für amerikanische Firmen, die international agieren, auf der einen Seite. Und dann hat man gesagt, China ist auch ein Thema. Lockdown, klar, das hat auch das Geschäft von Microsoft ein bisschen beeinflusst. Aber schauen wir uns mal an. Und das Verhältnis zwischen dem S&P 500, also dem breiten Aktienmarkt, den großen Firmen in den USA, sehr viel breiter als etwa der Nasdaq aufgestellt, zumindest was die Größe der Unternehmen betrifft. Es gibt ja den Nasdaq Composite und den Nasdaq 100. Im Nasdaq 100 sind die Dickfische aus dem Tech-Bereich, im Nasdaq Composite sind, soweit ich erinnere, über 500 Aktien drin und wir sehen, wir sind jahrelang in einem Abwärtstrend gewesen, was den S&P 500 betrifft, zugunsten von Tech. Jetzt sind wir hier in eine Trendlinie gestoßen. Wir sehen jetzt, dass eine Abwärtstrendlinie, wir sehen es heute, dass der Nasdaq stärker ist als der S&P 500. Durchaus möglich und wahrscheinlich vielleicht sogar, dass wir von dieser Trendlinie runterkommen, aber insgesamt sind wir fast noch auf dem Niveau der Dotcom-Blase, als eben auch Tech so wahnsinnig gesucht war, als Tech gestiegen war. Und normalerweise ist ja eine Straffung der Geldpolitik für Tech-Werte jetzt nicht das Allerbeste. Also nicht das Szenario, das man sich wünscht. Wenn wir jetzt mal auf die Bewertungsfrage kommen, dann sehen wir, dass der S&P 500 etwa seine Tiefs gemacht hat, nämlich Dezember 2018 in einer Phase, als die Fed auch die Zinsen angehoben hat, als die Fed gesagt hat, Bilanzreduzierung auf Autopilot, also eine ähnliche Phase wie jetzt, die Aktienmärkte der S&P damals 20% gefallen, dann musste Powell umsteuern im Januar 2019 und die Aktienmärkte wieder deutlich gestiegen, aber diesmal kann Paul nicht umsteuern, solange die Inflation so hoch ist. Aber wenn wir uns mal die Bewertungen anschauen, dann hatten wir eine Price-Earnings-Ratio, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 auf dem Tief, sowohl im Dezember 2018 als auch im Corona-Tief, Corona-Crash-Tief, dem März 2020. Und wenn wir solche Bewertungskriterien wieder bekommen, solche Kurs-Gewinn-Verhältnisse, dann würde das bedeuten, dass der S&P noch weitere 20% etwa fallen würde auf 3.300 bis 3.400 Punkte. Gesetzt den Fall, dass eben das E, also die Earnings, die Gewinne, sich nicht deutlich verschlechtern werden, dann könnte es noch tiefer gehen, so sagt hier Puru Saxena, und würde beim Nasdaq dann sogar Kursziele im Bereich 10.000 bis 10.500 ableiten. Also da wäre schon noch Potenzial. Und natürlich ist schon einiges passiert. Hier sehen wir mal die Year-to-Date-Charts, also praktisch das, was seit Jahresbeginn der Fall ist. Da haben wir ARK Innovation, da haben wir Amazon, da haben wir Nvidia, da haben wir Ethereum, haben wir Bitcoin und haben Tesla. Also Kryptos und auf der einen Seite und auf der anderen Seite große US-Tech-Unternehmen. Und irgendwie sehen die Charts alle gleich aus. Die sehen aus eben wie in einer Periode der Liquiditätsentziehung, wie in einer Periode der Straffung der Geldpolitik. Und wir sehen, das hinterlässt schon Spuren. Und wenn wir Rallyes zwischendurch sehen, heißt das nicht, dass diese ganze Geschichte wieder grundsätzlich bullish wäre. Auch wenn jetzt bestimmt wieder Kommentare kommen, es ist immer ganz herrlich, aber für mich sehr hilfreich, wenn dann gesagt wird, ah, Fugmann, du redest ja nur Unsinn, Stocks always go up und so weiter, dann weiß ich, gute Gelegenheit jetzt rauszugehen, wenn man long ist oder short zu gehen, wenn man noch nicht drin ist, das ist für mich immer ein wunderbares Signal und je mehr diese Kommentare kommen, umso sicherer werde ich mir dann, denn das war in den letzten Wochen und Monaten immer ein sehr gutes Trading-Signal, kann man sagen. Schauen wir uns jetzt mal die Relation zwischen etwa den Aktien und den Commodities an, also den Rohstoffen, Aktien und Rohstoffe. Sehen wir, dass wir bei 3 Standardabweichungen pro Aktien unterwegs waren. Jetzt sehen wir, dass wir nur noch 2 Standardabweichungen hier praktisch zugunsten der Aktien unterwegs sind. Aber es zeigt, dass möglicherweise hier ein Trendwechsel passiert.
Und das ist meistens so in Phasen, wo Schocks, Marktschocks der Fall sind, und eine Straffung der Geldpolitik ist ein Schock für die Märkte, denn Liquidität hieft die Märkte nach oben, der Entzug der Liquidität bringt die Märkte meistens nach unten. Und hier haben wir mal den S&P 500, also den amerikanischen Leitindex. Und wir sehen, wir haben diesen scharfen Abwärtsmove mit Rallyes zwischendurch, immer wieder abverkauft, dann die sehr impulsive Rallye, die wir gesehen haben, die etwa bis 4.200 Punkte gereicht hat, dann wieder der Rücksetzer auf 4.070 Punkte. Das ist jetzt so ein kleiner Doppelboden, eine Unterstützung, da sollte er nicht mehr drunter. Jetzt ist die nächste Hürde eben wieder dieser Bereich um 4.200 Punkte. Und wenn das gelingen sollte, hier diesen Sprung darüber zu schaffen, dann wären wir bei Kurszielen dann etwa knapp über der 4.300er Marke. Da liegen jede Menge Tops. Wir haben auch gleitende Durchschnitte, die knapp jetzt über 4.200 Punkten liegen. Also da ist eine Menge Widerstand. Heißt nicht, dass dieser Widerstand nicht überwunden werden kann, aber es braucht einen Anlass, es braucht einen Trigger. Es bräuchte zum Beispiel ganz miserable Arbeitsdaten vielleicht und sehr moderate Stundenlöhne, oder es bräuchte dann eben Freitag in einer Woche moderate Inflationsdaten oder Daten, die zeigen, dass die Inflation wirklich gepiekt hat. Das ist ja das bullische Narrativ. Wenn wir uns global mal umsehen, wie sieht es da aus mit der Geldpolitik? Sehen wir hier, blau sind die Zinsanhebungen von Notenbanken, rot sind die Zinssenkungen. Und was wir hier sehen, was derzeit passiert, wir haben so viele Zinsanhebungen wie seit Jahrzehnten nicht mehr derzeit. Gestern ja, oder was vorgestern, die Bank of Canada mit einem 0,5er Schritt. Also das liegt durchaus im Trend. Die einzige westliche große Notenbank, die noch nicht die Zinsen angehoben hat, das ist unsere glorreiche EZB, und die sieht jetzt, dass die Erzeugerpreise etwa in der Eurozone über 37% gestiegen sind, war sogar noch ein bisschen mehr erwartet, aber die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 99,2% gestiegen. Gut, dass wir da noch einen negativen Einlagezinssatz haben von minus 0,5%. Gut, dass die EZB nach wie vor ein bisschen Benzin ins Feuer gießt mit ihren Anleihekäufen, also praktisch nach wie vor im Quantitative Easing Modus ist. Faktisch gesehen, sie hat ja gesagt, okay, wir wollen im Juli dann mal die Zinsen anheben, und ja, langsam wird man ein bisschen nervös bei der EZB. Villeroy, das französische EZB-Mitglied, hat gesagt, Inflation is too strong and too broad, also zu stark und zu breit gefächert. Wir müssen etwas tun, wir werden etwas tun, aber was will man denn tun? Wir sehen einen perfekten Sturm, wie Elf hier twittert, in Europa. Erstens, wir sind Nettoimporteur von Rohstoffen, die Rohstoffpreise sind gestiegen, das wiederum bringt die Inflation nach oben. Und diese Inflation ist eben sehr breit gefächert, wie Villeroy sehr, sehr gut erkannt hat. Wir sind gezwungen, dieselbe Geldpolitik zu machen für Italien und für Deutschland oder für andere Länder, die also ganz unterschiedliche Wirtschaftsentwicklungen haben, ganz unterschiedliche Schuldenstände haben, ganz unterschiedliche Strukturen haben. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ganz obendrauf haben wir noch eine Madame Lagarde, die irgendwie ahnungslos ist, hat man den Eindruck, die eben eine Politikerin ist, die versucht irgendwie eben diese ganze Geschichte zusammenzuhalten, wenn man es am günstigsten jetzt mal interpretieren will, die sich weigert, diese Inflation erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Irgendwann geht das nicht mehr, irgendwann muss man dann irgendwie die Realität einigermaßen anerkennen. Das hat sie jetzt zumindest ein Stück weit gemacht, aber die EZB ist noch viel weiter hinter der Kurve als alle anderen Notenbanken. Interessant ist, das ist vielleicht so ein Trend, dass es ja immer mehr Hiring Freezes gibt, also immer mehr Einstellungsstopps, aber es gibt auch schon teilweise Entlassungen, so zum Beispiel hier in Europa bei Klarna. Klarna ist ein schwedischer Zahlungsabwickler, der 10% seiner Beschäftigten entlässt und der einen Schritt gemacht hat, den ich so noch nie gesehen habe. Man hat nämlich die Namen der Entlassenen veröffentlicht, und zwar in Abstimmung mit den Mitarbeitern, die entlassen werden. Warum? Weil man sich sagt, naja,
ist doch gut, wenn diese Namen öffentlich sind. Dann können Recruiter, können Headhunter diese Leute ansprechen. Da ist wirklich auch deren Telefonnummer gleich mit dabei. Also das ist ein ganz neuer Stil. Wenn Sie als Unternehmenschef Mitarbeiter entlassen, dann könnte man sich daran orientieren, dass die vielleicht schnell wieder einen Job bekommen. Und vielleicht noch geopolitisch ein sehr interessanter Punkt. Wir sehen ja, dass die Amerikaner ihre Beziehungen zu Taiwan, ihre Wirtschaftsbeziehungen jetzt deutlich ausweiten wollen. Und das tut man und das macht diese ganze Taiwan-Frage ja für den gesamten Westen so sensibel. Das tut man, weil eben Taiwan so derartig systemrelevant ist in Sachen Chipversorgung. Wir bekommen weit über 70% der leistungsfähigeren Chips, die Amerikaner zumindest, weit über 70% der leistungsfähigen Chips aus Taiwan, wenn da China wirklich eine Invasion machen würde. Und dann keine Chips mehr in den Westen gelangen, dann haben wir ein riesiges Thema. Deswegen sind natürlich alle Augen perspektivisch auf dieses Verhältnis China-Taiwan gerichtet. Werden die Chinesen es wagen? Wird Xi Jinping es wagen, die Invasion zu machen, so wie Putin es gemacht hat mit all den Folgewirkungen? Abschließend noch zwei Artikel, meine Damen und Herren, die ich empfehlen möchte, wie Russland Sanktionen und Ölembargo sprengt. Erste Empfehlung, das geht teilweise mit sehr lustigen Methoden, wie in diesem Artikel gezeigt wird. Und der zweite Artikel, EZB, Achillesferse, italienische Anleihen. Die Risikoprämien für italienische Anleihen sind deutlich, deutlich gestiegen. Das passt der EZB nicht, weil dadurch die Kreditvergabe natürlich teurer wird. Und hier versucht deswegen ein italienischer Notenbanker, die ganze Zinsfrage so ein bisschen moderat gestalten zu können. Man versucht also, oder die Südländer insgesamt versuchen hier dagegen zu wirken, dass die Zinsen wirklich angehoben werden oder wenn nur praktisch in homöopathischen Dosen. Auch das ein sehr, sehr interessanter Artikel. Also diese beiden Artikel unter dem Video und jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.